Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 8. Januar 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Eine neue Woche beginnt. Jetzt nach den rauen Nächten geht es jetzt wieder in die ganz normale Jahresstruktur. An diese Dinge halten sich die Planeten und Astrologie natürlich nicht. Hier gibt es immer wieder Besonderheiten. Und wir sehen hier schon die Verbindung von Sonne, Pluto und Venus, hier kaum zu sehen, weil übereinander liegend. Eine Konjunktion von drei Planeten, die morgen früh exakt werden wird. Und erstmal zum Technischen. Also es beginnt dann morgen um 8.02 Uhr, dass die Venus und die Sonne exakt zusammenstehen. Um 10.03 Uhr. Dann Venus und Pluto und um 10.31 Uhr dann Sonne und Pluto. Das bedeutet, dass sich hier die Kräfte der Sonne im Steinbock mit Pluto im Steinbock und Venus im Steinbock zusammenkommen. Eine Konstellation, die die Verbindung von Sonne und Pluto, die ja jedes Jahr stattfindet, durch das Dazukommen der Venus etwas aufmildert, etwas sanfter gestaltet. Andererseits wird denn die Venus auch ihre Themen mit beisteuern. Bei Sonne Pluto geht es ja immer auch um Transformation, um Wandlung, um die Auseinandersetzung mit tieferen Schichten, mit Schattenaspekten, mit Bereichen von uns, die wir nicht sehen wollen oder die wir nicht sehen wollen, weil, wenn wir sie sehen würden, sie uns dazu bewegen würden, bestimmte Handlungen zu vollziehen, die wir aber jetzt nicht tun, weil wir vielleicht Angst haben oder uns die Möglichkeiten oder die Macht dazu fehlt. Auch Machtkämpfe können ja eine Rolle spielen. Und zusammen mit Venus geht es eben auch in den Bereich der Beziehungen, vor allem aber auch in den Bereich der Werte. Es hat also sehr viel mit Selbstwert zu tun, diese Konstellation. Wir können also durchaus einmal schauen, inwieweit unser Selbstwert von den Meinungen anderer abhängig ist, inwieweit wir unseren Selbstwert durch unseren Besitz oder durch unsere Beziehung definieren. Es kann ja also auch zu Machtkämpfen oder auch tiefen Auseinandersetzungen im Beziehungsbereich oder mit anderen kommen. Etwas abgemildert wird diese Konstellation, die wie gesagt erst morgen früh da ist, durch den Mond in der Waage. Denn heute die Woche startet mit dem Mond in der Waage, der ja den Wunsch hat, die Dinge auszugleichen, zu einer Harmonie zu kommen oder zumindest zu einem Austausch, einem Aufeinandertreffen der sich gegenüberstehenden Parteien. Das gilt sowohl nach außen wie auch nach innen. Hier gilt es also auch, die in uns widerstrebenden Anteile an einen Tisch zu bringen und einen Kompromiss auszuhandeln. Der Mond wird dann auch morgen in der Waage stehen und dann diese Konstellation, die ich eben beschrieben habe, begleiten. Heute Abend kommt es dann gegen 11:30 Uhr dazu, dass der Mond im Quadrat zur Sonne steht. Das ist dann das abnehmende Halbquadrat. Das heißt, der Mond bewegt sich schon wieder massiv auf den Neumond zu. Das abnehmende Halbquadrat ist in gewisser Weise eine Krise, weil Mond und Sonne in unterschiedliche Richtungen zielen. Die Sonne hier im Steinbock möchte ganz klar ihre Vorstellungen umsetzen, planen, strukturieren, umsetzen. Der Mond in der Waage aber auch die Meinung anderer oder auch die Tätigkeiten anderer mit einbeziehen, was natürlich für die Sonne im Steinbock manchmal aufhält. Und so kommt es hier eben zum Widerstreit dieser beiden Positionen. Morgen dann am Dienstagabend um 21:07 Uhr wechselt dann der Mond ins Zeichen Skorpion, wo wir hier auch sehen, dass hier Mars, Jupiter eng zusammenstehen, wobei aber Mars schon über Jupiter hinweg ist. Mars hat die Stellung zum Jupiter schon überlaufen. Diese Konjunktion löst sich also allmählich auf. Mars läuft dann dem Jupiter voraus in Richtung Schütze. Trotzdem ist hier noch eine massive Energie auch im Skorpion da, sodass man wirklich in den nächsten Tagen von starker Pluto- oder Skorpion-Energie sprechen muss,
weil ja einerseits hier der Pluto durch Sonne und Venus aufgeladen wird und andererseits hier auch im Skorpion einiges steht. Also Tage, wo wir nochmal mit unseren Tiefen konfrontiert werden, wo wir aber die Chance haben, Licht und Energie und Bewusstheit in Bereiche zu bringen, wo wir vielleicht sonst nicht hinschauen, wo wir auch Anteile und Aspekte unserer Persönlichkeit reflektieren können, wo wir sonst lieber nicht hinschauen. Vielleicht nutzen wir diese Chance. Ich wünsche uns allen einen schönen Wochenanfang und einen schönen Montag und sage Tschüss, bis morgen.